schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel wieder. Heute mal mit dem zweiten Lichtblick. Lichtblick ist ja immer ein bisschen was Positives oder Interessantes aus der Welt der Gerontopsychiatrie. Und heute will ich ein bisschen mal was über Bewegung und Demenz und diese Dinge erzählen. Insgesamt ist das so, dass ein gesunder Lebensstil eine schützende Wirkung hat. Ja, das heißt also, wenn man jetzt nicht ein sehr hohes genetisches Risiko trägt, das ist nur bei 2% der Menschen der Fall, dann trägt ein gesunder Lebensstil schon entscheidend dazu bei. Spannend ist jetzt eine Reihe von englischen Studien, die sich mit Bewegung und Demenzprophylaxe beschäftigt haben. Und eine davon sagt, selbst dann, wenn man eine Demenz hat, dann wirkt sich vermehrte Bewegung auf den Demenzverlauf verzögernd aus. Also da hat man zwei Gruppen unterschieden. Die eine, die in dem Demenzverlauf mit ihren alten Gewohnheiten, nämlich sich viel zu bewegen, weitergemacht haben. Und eine andere Gruppe, die eine ähnliche Art der Demenz haben. Und die haben aufgrund der Demenz ihren Lebensstil entscheidend verändert. Und die Gruppe, die an der Bewegung festgehalten hat, die macht insgesamt eine positivere Entwicklung. Das heißt, Bewegung ist wie, die nennen das, ist dosisabhängig. Ja? Je intensiver und je häufiger, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu entwickeln. Zur Erklärung sagt man, wahrscheinlich ist die Durchblutung und die Entwicklung auf zentrale Bereiche des Hirns, das nennt man weiße Materie, das sind die Myelinscheiden, und auf die scheint sich Bewegung positiv auszuwirken. Aber, jetzt wird die Sache nochmal spannend, nur bis ungefähr 79, 80 Jahre. Ab 79, 80 Jahre hat eine vermehrte Bewegung oder auch ein vermehrter gesunder Lebensstil kaum noch Auswirkungen auf die Demenzwahrscheinlichkeit und auch nur noch eine geringe Auswirkung auf die Demenzentwicklung selbst. Das bedeutet, die üblichen Risikofaktoren, die wir so haben über Ernährung und Bewegung, die sind vor allen Dingen wichtig in den mittleren Lebensjahren, also so 40 bis 50, so in der Zeit. Da ist das entscheidend. Aber wenn man einmal sehr alt geworden ist, dann haben diese Risikofaktoren nicht mehr so eine entscheidende Auswirkung. Die Langzeitüberlebenden, so vermutet man, die leben sowieso lang. Ja, soweit mal. Also halten Sie sich gesund, bewegen Sie sich häufig. Vor allen Dingen, wenn Sie noch jünger sind, dann haben Sie noch eine Chance. Ja, ab einem bestimmten Alter sind diese Risikofaktoren noch ein klein wenig verzögernd, verlangsamend. Und ab 80 spielen sie keine besondere Rolle mehr. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.